Mein Herz schlug so schnell und laut, dass ich die Klicks kaum hören konnte, als ich die Tresorwahlscheibe drehte. Nur noch eine Nummer und ich wäre drin. Klick. Ich schaute zu meinen Teamkollegen und lächelte. Ganz einfach. Als ich die Tresortür öffnete, blendete mich der Glanz des Juwels. Es war der größte Diamant, den ich je in meinem Leben gesehen hatte. Komm schon, lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Die Bullen werden bald hier sein. Ich hob das Juwel auf und steckte es in meine Manteltasche. Aber bevor ich weitermache, stellt sicher, dass ihr diesen Kanal liked und abonniert und die Benachrichtigungsglocke drückt. Sonst könntet ihr am Ende ein Doppelleben führen. Genau wie ich. Ich verabschiedete mich von meinen Teamkollegen und sprang in mein Auto. Als ich losfuhr, hörte ich die Sirenen der Polizei und sah die blinkenden Lichter ihrer Autos, als sie vor dem Juweliergeschäft anhielten. Puh, gerade noch rechtzeitig rausgekommen. Ich fuhr zu einer Tankstelle und zog mich auf der Toilette um. Jetzt, wo ich meinen Geschäftsanzug trug, würde mich niemand mehr vor einen Kriminellen halten. Ich steckte das Juwel in meine Aktentasche und fuhr nach Hause. Hi Mom, hi Dad, ich bin zu Hause. Wie war dein Praktikum? Hattest du einen guten Tag? Ja, er war gut. War es aufregend? Flashbacks von dem Überfall kamen mir in den Sinn. Das Adrenalin, das durch meine Arme pumpte und das Blinken der Lichter der Polizeiautos. Meh. Wisst ihr, ich führte ein Doppelleben. Auf der einen Seite war ich ein normaler Highschooler, aber auf der anderen Seite war ich der Kopf eines kriminellen Teams. Wie wurde ich der Anführer eines kriminellen Teams? Nun, eigentlich sollte ich fragen, wie ich ein normaler Highschooler geworden bin. Wisst ihr, ich habe mit dem Verbrechertum angefangen. Als ich Kind war, war ich obdachlos. Ich fing an, mit den falschen Leuten rumzuhängen und fand mich in großen Missionen wieder. Aber dann fand mich eines Tages eine Frau und sagte mir, dass sie mir helfen würde. Sie zwang mich, mit zu ihr zu gehen und sie organisierte eine Pflegefamilie für mich. Meine Eltern nahmen mich in Pflege, als ich 16 Jahre alt war. Das war eigentlich eine sehr nette Sache, die sie getan haben. Und sie sind gute Menschen. Ich mag sie. Sie sind nett. Deshalb dürfen sie nie von meinem Doppelleben erfahren. Ich ziehe nur schnell meinen Anzug aus, Mom. Okay, bleib nicht lange. Das Essen ist gleich fertig. Okay. Ich ging hoch in mein Zimmer, aber sobald ich in mein Zimmer trat, sah ich, dass ein Zettel auf meinem Schreibtisch lag. Ich hob ihn auf und sah ihn an. Es war ein Zettel, der mich bedrohte. Wir wissen, dass du das Juwel hast. Du solltest vorsichtig sein. Wir sind hier auf der Spur. Einen Moment lang glaubte ich, die Handschrift zu erkennen. Aber ich wusste nicht, woher. Ich warf den Zettel in den Papierkorb. Wenn du glaubst, du würdest mir Angst machen, liegst du falsch. Keiner würde es wagen, sich mit mir anzulegen. Aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, war alles sehr seltsam. Meine Eltern waren nirgends zu sehen und das Haus war ein einziges Chaos. Auf dem Küchentisch lag ein weiterer Zettel und als ich ihn ansah, hatte ich das Gefühl, dass ich die Handschrift von irgendwoher kannte. Aber das war jetzt nicht wichtig. Ich war mehr darüber besorgt, was meinen Eltern passiert war. Der Zettel sagte mir, wenn ich meine Eltern wiedersehen wollte, sollte ich um 11 Uhr zu einer verlassenen Lagerhalle im Industriegebiet gehen und das Juwel mitbringen. Ich hatte keine andere Wahl, als dorthin zu gehen. Ich war erst ein paar Minuten dort, als zwei Personen mit Masken und Verkleidungen auftauchten. Sie begannen zu sprechen, aber ihre Stimmen klangen verzerrt, fast wie Batman. Sie wurden offensichtlich durch eine Art Mikrofon in ihrer Maske modifiziert. Übergeben Sie das Juwel. Jetzt! Ich zögerte eine Sekunde. Das Juwel war eine Million wert. Aber ich konnte nicht riskieren, dass sie meinen Eltern etwas antaten. Ich übergab das Juwel an sie. Sobald sie es in den Händen hielten, rannten die beiden davon. Ich stand ganz allein da und fragte mich, was ich als nächstes tun sollte. Dann hörte ich die Stimme meiner Mutter. Chris, Chris! Ich drehte mich um und sah meine Eltern aus einem anderen Gebäude an der Seite kommen. Ich rannte zu ihnen hinüber und umarmte sie. Geht es euch gut? Haben sie euch wehgetan? Uns geht es gut, wir sind nicht verletzt. Kommt, lass uns nach Hause gehen. Als wir zu Hause ankamen, ging ich auf mein Zimmer. Ich hatte ein wirklich seltsames Gefühl, dass irgendetwas nicht ganz richtig war. Zum einen hatten die beiden Leute, die meine Eltern entführt hatten, mich nicht davor gewarnt, jemandem zu erzählen, was passiert war. Das war Kidnapping 101, das wusste ich. Und zweitens, warum verlangten meine Eltern keine Erklärung für die verrückten Ereignisse, die stattgefunden hatten? Sie sind doch gerade erst entführt worden, um Himmels Willen. Wollen sie nicht, dass ich ihnen alles erkläre? Sicherlich müssen sie jetzt wissen, dass ich in irgendwelche zwielichtige Geschäfte verwickelt bin. Ich beschloss, dass ich selbst ein paar Nachforschungen anstellen sollte. Am nächsten Tag, als meine Eltern zur Arbeit gegangen waren, begann ich, ihre Zimmer zu durchsuchen. Es dauerte nicht lange, bis ich fand, wonach ich suchte. In einer Kiste, versteckt in einem Schrank, fand ich die Masken, die die Räuber getragen haben. Dann traf es mich wie ein Schlag. Deshalb hatte ich natürlich die Handschrift erkannt. Es war die von meiner Mutter. Ich fing an, meinen Eltern gegenüber sehr misstrauisch zu werden. Das ist doch offensichtlich. Sie müssen herausgefunden haben, dass ich das Juwel habe und wollten es für sich selbst. Ich wartete ungeduldig darauf, dass meine Eltern von der Arbeit nach Hause kamen. In dem Moment, als sie durch die Tür kamen, stürzte ich mich auf sie. Habt ihr eure eigene Entführung vorgetäuscht und das Juwel für euch selbst genommen? Kommt schon, sagt es mir. Es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Sie waren zuerst schockiert, gaben aber schließlich nach. Ja, Chris, das haben wir.
Deine Mom hat dein Zimmer aufgeräumt und ist dabei aus Versehen über deine Aktentasche gestolpert. Das Juwel ist auf den Boden gefallen. Ja, wir hatten den Verdacht, dass du in kriminelle Machenschaften verwickelt bist. Also haben wir beschlossen, unsere eigene Entführung vorzutäuschen, um zu sehen, ob wir richtig lagen. Nun, jetzt wisst ihr es, nicht wahr? Ja, wir wissen es. Hier, du kannst das Juwel zurückhaben. Wir hatten nie vor, es zu behalten. Wir wollten nur die Wahrheit wissen. Und wir wollen, dass du ein normales Leben führen kannst. Meine Eltern flehten mich an, mein kriminelles Leben aufzugeben. Ich konnte sehen, dass das, was ich tat, sie verärgerte. Also willigte ich ein, meine kriminellen Machenschaft aufzugeben. Ich begann, ein normales Leben zu führen. Und um ehrlich zu sein, war ich glücklich. Es war schön, sich die ganze Zeit über friedlich zu fühlen und sich keine Sorgen machen müssen, dass man bei etwas Illegalem erwischt wird. Als mein Team mich das nächste Mal kontaktierte, sagte ich ihnen, dass ich mit dem Leben als Krimineller fertig sei. Es tut mir leid, Leute. Ihr müsst den Job ohne mich machen. Ich bin fertig mit dieser Art von Leben. Ich will jetzt einfach weitermachen und ein normales Leben führen. Das meinst du nicht ernst? Oh doch, ich meine es todernst. Kontaktiert mich nie wieder. Ich dachte, das wäre das Ende, aber leider habe ich mich geirrt. Es dauerte nicht lange nach dem Gespräch, bis ich den Zettel fand. Wir haben deine Eltern. Wenn du sie jemals wiedersehen willst, musst du zu unserem Verbrecherteam gehören. Diesmal war die Handschrift eine ganz andere als die meiner Mutter. Mein Herz sank. Ich konnte nicht zulassen, dass meinen Eltern etwas Schlimmes zustieß. Sie hatten alles für mich getan. Aber ich wollte auch nicht wieder in ein kriminelles Leben zurückkehren. Irgendwie musste ich einen Weg finden, sie zu retten. Ich verabredete mich mit dem Team an unserem üblichen Treffpunkt und sobald ich sie herankommen sah, rief ich ihnen zu. Okay, ihr habt gewonnen. Ich werde wieder Teil eures Teams sein. Gute Entscheidung. So, jetzt habt ihr, was ihr wollt. Wo sind meine Eltern? Einer aus dem Team ging und holte meine Eltern aus einem Hinterzimmer. Ich habe ihren Förderungen zugestimmt. Ich werde wieder in ihr Team eintreten. Nein, mein Schatz, tu das nicht. Du hast so hart daran gearbeitet, dein Leben zu ändern. Es ist das, was ich tun muss. Nein, Chris, nein! Lass ihn, Jean. Er hat sich entschieden. Lass den Jungen gehen. Ich drehte meinen Eltern den Rücken zu und ging von ihnen weg. Ich wollte die Traurigkeit in ihren Augen nicht mehr sehen. Ich begann wieder mit dem Team zu arbeiten. Wir machten unsere üblichen kleinen Diebstähle aus lokalen Geschäften und Läden. Aber dann begannen die anderen gieriger zu werden. Sie wollten einen wirklich großen Job machen. Etwas, das uns viel Geld einbringen würde. Warum vergeuden wir unsere Zeit mit Kleinkriminalitäten? Wir sind zu etwas wirklich Großem fähig. Also, lasst es uns tun. Was schwebt euch denn vor? Die Banken der Stadt. Wir werden dort einbrechen und das ganze Geld klauen. Du musst die Pläne für uns machen. Du bist der Experte, wenn es darum geht, den Grundriss der Bankgebäude zu verstehen und den Safecode zu knacken. Okay, ich mach's. Aber ich werde etwas Zeit brauchen, um alle Informationen herauszufinden, die wir brauchen. Wenn wir das machen wollen, müssen wir es richtig machen. Ich verbrachte die nächsten Wochen damit, an jedem kleinen Detail des Einbruchs zu arbeiten. Ich verbrachte Stunden damit, die Blaupausen der Bank zu studieren und mir den Grundriss einzuprägen. Schließlich war ich soweit. Okay, wir sind startklar. Wir werden morgen Abend einbrechen. Das Team war begeistert von der Arbeit. Wir werden danach reich sein. Ja, Jim. Du wirst dir endlich das Auto kaufen können, das du schon immer haben wolltest. In der folgenden Nacht fuhren das Team und ich zur Bank. Wir parkten das Auto am Straßenrand und schlichen uns an das Fenster der Bank. Mit einem letzten schnellen Check, um sicherzugehen, dass niemand zuschaute, schmetterte mein Team einen Ziegelstein durch das Fenster. Ich folgte ihnen, als sie eine nach dem anderen durch das Fenster sprangen. Drinnen angekommen, deaktivierte ich als erstes die Alarmanlage. Der Tresor ist in dem Raum auf der Rückseite der Bank. Kommt, folgt mir. Ich führte das Team in das Hinterzimmer, in dem sich ein riesiger Safe befand. Da müssen Millionen von Dollar drin sein. Er ist riesig. Nun, das werden wir gleich herausfinden. Ich kniete mich vor den Tresor und begann, den Knopf zu drehen. Aber ich hatte ihn nur ein paar Mal gedreht, als plötzlich die Tür aufflog und wir von der Polizei umzingelt waren. Nehmen Sie die Hände hoch und machen Sie keine Dummheiten. Sie sind verhaftet. Die Polizisten begannen, den Rest meines Teams in Handschellen zu legen. Aber mich ließen sie in Ruhe. Gut gemacht, Chris. Du hast die Ruhe bewahrt und dich wirklich gut geschlagen. Danke. Meine Teamkameraden sahen mich geschockt an. Hast du der Polizei gesagt, was wir vorhatten? Warst du die ganze Zeit mit ihnen unter einer Decke? Ich antwortete nicht auf ihre Fragen. Ich hatte nicht vor, ihnen etwas zu gestehen. Du steckst in großen Schwierigkeiten, Chris. Wenn wir aus dem Gefängnis kommen, werden wir nach dir suchen. Niemand verrät uns und kommt damit davon. Pass lieber auf. Ich verspreche dir, wir werden dich vernichten. Die Polizei führte sie aus dem Gebäude und trieb sie weg. Braucht ihr noch etwas von mir? Nein, das ist toll, Chris. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Als ich nach Hause kam, erzählte ich meinen Eltern, was ich getan hatte. Wir sind so stolz auf dich, Chris. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Obwohl ich wusste, dass meine Eltern recht hatten, konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, was meine Teamkollegen gesagt hatten. Ich wusste, dass sie jedes Wort ernst gemeint hatten. Sie wurden zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt und ich verbrachte die ersten paar Jahre damit, mir einen Plan auszudenken, wie ich mich vor ihnen verstecken könnte.
Aber mir fiel nichts ein, was sie davon abhalten würde, mich zu finden. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen unsere Identitäten ändern. Sie werden nicht nur mich verletzen. Wenn sie mich nicht finden können, werden sie es an euch auslassen. Ich kann nicht zulassen, dass einem von euch etwas zustößt. Du hast recht, Chris. Wir können nicht riskieren, dass sie einen von uns finden. Also taten wir, was wir tun mussten. Wir drei unterzogen uns alle einer extrem plastischen Operation, um unser Aussehen völlig zu verändern. Aber selbst das war nicht genug, um uns zu schützen. Ich wusste, dass das Team bei der ersten Gelegenheit zu unserem Haus kommen würde. Wenn sie sahen, dass wir drei dort wohnten, würden sie eins und eins zusammenzählen und erkennen, dass wir unser Äußeres verändert hatten. Wir haben keine andere Wahl, als in ein anderes Land zu ziehen. Wir müssen völlig neue Identitäten annehmen und alles über unser früheres Leben vergessen. Aber was ist mit unseren Freunden und dem Rest unserer Familie? Ich weiß, dass es schwer ist, aber wir werden neue Freunde finden müssen. Und es tut mir leid, wir können niemanden aus unserem früheren Leben jemals wiedersehen. Jetzt leben wir also unser neues Leben. Es war schwierig, neu anzufangen. Aber langsam finden wir neue Freunde und genießen es, uns nicht alle 5 Minuten Sorgen zu machen, ob das Team uns angreifen würde. Wir haben neue Namen und neue Jobs. Tatsächlich sind alle Namen in diesem Video gefälscht, um unsere Privatsphäre zu schützen.